die also Sanktionen, wenn sie also zum Arbeitsamt nicht kommen, zur Agentur, zu einer Vorstellung nicht kommen, ihre sogenannten Schularbeiten mit den ständigen Bewerbungen, unsinnigen Bewerbungen nicht vollführen, wird ihnen das Arbeitslosengeld gestrichen und. Das ist für mich heute das Einzige, was ich zu sagen habe zu und mit Hartz IV. Das Einzige, das, ich könnte das noch ergänzen mit einer sogenannten, mit der sogenannten Grundsicherung. Da haben wir einen unter uns, den ich dabei unterstütze und helfe. Grundsicherung hat also kein Hartz IV-Empfänger, wie es so schön heißt, sondern Grundsicherung haben nur die, die erwerbslos sind, die schwer behindert sind und über 65. Die bekommen eine Grundsicherung, können das beantragen. Bei unserem Kollegen hat er einen Anspruch, den gehe ich hin. Das sind ca. 12 Seiten, die er ausfüllen muss, also sehr kompliziert. Komplizierter als die Steuererklärung. Hat einen Anspruch von 284 Euro zu seiner schmalen Rente von 600 Komma und ein paar zerquetschte. Das dachte ich. Ich gebe weiter an Felix, der nun angekündigt hat. Und ich begrüße Sie auch von Inventux, das passt ja auch bei uns dazu, wie die Rückwärtsrolle der Bundesregierung ausgesehen hat. Da könnte ich zum Beispiel jeden Hartz-IV-Betroffenen könnte ein Arbeitsplatz geschaffen werden, wenn diese Rückwärtsrolle ist ja noch nicht ganz vollzogen, aber wir werden darüber diskutieren. Bitte, Felix. Ja, liebe Berlinerinnen, liebe Berliner, herzlich willkommen hier am Alex, an der Weltzeituhr. Die Montagskundgebungen sind entstanden im Widerstand gegen die Hartz-Gesetze, gegen Hartz IV, Armut per Gesetz. Im letzten Jahr wurden Montagskundgebungen durchgeführt in über 300 Städten angesichts der furchtbaren Katastrophe in Fukushima mit der Forderung nach dem sofortigen Ausstieg und Abschied.